Hallo und herzlich willkommen. Wir sind gerade auf Tverum.net und hier scheint wohl ein Bug in der Lobby zu sein. Wir spielen jetzt Bed Wars. Ja, ich bin nicht ganz so gut drauf, denn es ist etwas ziemlich Scheißes passiert, was mich ziemlich abfuckt. Und zwar habe ich einfach so alles verloren, was ich jemals aufgenommen habe. Ich habe ja immer bisher alle meine Sachen gespeichert, die ich aufgenommen habe und sie schön geordnet gehabt, um eventuell später mal drauf zuzugreifen, für Trailer, für Best-Offs oder für Walking Steve habe ich natürlich auch alles gespeichert, damit ich nächstes Mal nicht nochmal den Trailer komplett neu schneiden muss oder nächstes Mal nicht nochmal komplett das Intro neu machen muss. Habe ich halt alles immer so, ne, zusammen gehabt und alles schön gespeichert, schön sortiert, alles toll. Und was jetzt sich irgendein Programm, und ich vermute mal, das war tatsächlich mein Aufnahmeprogramm, erlaubt hat, ist, alle meine Daten zu löschen. Und wieso hat es das gemacht und wie ist das Ganze überhaupt passiert? Und das möchte ich euch jetzt mal ganz kurz erzählen. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ohne Witz. Ich habe einfach ganz normal da gesessen. Ich habe heute Morgen schon eine Aufnahme gemacht, war dem Hochladen und irgendwann frage ich mich, ja, alles klar, wieso lädt es nicht mehr weiter hoch, wieso stockt das hier an dieser Stelle gerade fest? Und ich habe es tatsächlich rausgefunden, wieso, und zwar waren plötzlich alle Daten in diesem Ordner gelöscht. Und in diesem Ordner speichere ich direkt selber die ganzen Videos ab und in den Unterordnern, die in diesem Ordner drin sind, habe ich das Ganze dann organisiert und habe da halt die ganzen anderen alten Sachen drin. Und ja. So weit, so gut. Jetzt ist nämlich alles weg. Ohne Witz. Einfach alles weg. Alle Unterordner und alles, was da drin war. Die Aufnahme heute Morgen war eigentlich mega cool sogar. Und mir hat sie selber auch total gefallen. Und was kommt dann? Dann kommt dieser Scheiß, wo ich mich frage, ernsthaft. Wo ich mich echt frage, ernsthaft. Ist überhaupt nicht geil. Und im Nachhinein immer noch so ein tierischer Abfuck. Dass ich da schon längst keinen Bock mehr drauf habe. Einfach alles weg. Das heißt, The Walking Steve wird jetzt auch erstmal für eine Zeit lang eingestellt sein. Oder noch länger dauern, ehe es wiederkommt. Da ich einfach nochmal alles neu sozusagen produzieren muss. Nochmal ein neues Intro. Nochmal da was neu. Und wieder da ein paar Szenen neu. Muss ich alles neu machen. Und das ist das eine. Dazu kommt dann noch... weshalb Walking Steve noch länger braucht, ist auch noch der zweite Punkt, und zwar, dass wir im Moment ja das Projekt im Plan haben und das braucht im Moment seine Zeit und seine Aufmerksamkeit, da können wir uns momentan wenig um The Walking Steve kümmern, aber trotzdem, es ist einfach, nein, ich meine, alle Daten sind weg, das ist echt deprimierend. Und sie sind auch nicht im Papierkorb, sie sind auch nirgendwohin verschoben. Sie sind wirklich gelöscht. Wie lange habe ich gerade eben noch danach gesucht? Und boah, das hat mich ziemlich aggressiv gemacht, dass ich rein gar nichts mehr habe davon. Aber naja. So, den Typen hier bekomme ich. Und er geht zu Blau. Nee, das ist, glaube ich, nicht das Team, wo er sich hinflüchtet, wo er hingehört. Das finde ich tatsächlich ganz cool, wenn jetzt ein anderes Team angreift. Das hat er gemacht. So, kurz gucken, und dass unser Team noch safe ist, das muss safe sein. Okay, nur noch Blau und Rot existiert. Das ist im Grunde ganz gut, nur ich habe keine Rüstung, fällt mir gerade auf. Das ist nicht mehr ganz so geil. Das heißt, ich sollte jetzt back gehen und mehr Rüstung machen. So, aber ich möchte jetzt heute darauf mal eingehen noch, was ich eigentlich in der vorigen Aufnahme, die ja gelöscht ist, worauf ich da eingehen wollte. Und zwar wollte ich dabei... Oh, man schießt auf mich. Oh, ich hab's überlebt. Und zwar wollte ich dabei auf... Moment, kurz equippen. Ich habe kein Eisen. Und zwar wollte ich dabei darauf eingehen, was ihr für Randoms seid. Ohne Witz, ihr seid Randoms. Also nicht alle von euch, aber ein paar von euch sind echte Randoms. Mich haben nämlich über Nacht. Und zwar von 12 Uhr mitternachts bis... 7 Uhr oder bis 9 Uhr morgens, nicht bis 7 Uhr, bis 9 Uhr morgens, haben mich, ohne Witz, 7 Leute deabonniert. Ich meine, mir ist es völlig egal, wenn ihr meine Videos nicht guckt, deabonniert mich. Aber, da fuck, über Nacht, kamt ihr mitten in der Nacht plötzlich auf die Idee, dass ihr mich ja deabonnieren könntet, weil
ihr euch nicht mehr meine Videos anguckt? Mitten in der Nacht oder was? Wann ist euch dieser Geistesblick gekommen, mich zu deabonnieren? Ich meine, wie gesagt, mir ist es völlig egal. Hauptsache, es bleiben ein paar Leute, die dann auch treu sind. Aber was war das denn, dass über Nacht 7 Leute sich verpisst haben? Das habe ich echt nicht gepeilt. Ich meine, hallo? Warum? Macht, was ihr wollt, aber über Nacht, das ist so, das klingt so, ja, ich deabonniere dich jetzt mal grundlos, weil du um 2 Uhr morgens keine Videos gemacht hast. Ich fand das ziemlich, naja, der Typ hat, glaube ich, einen Goldapfel drin. Ja, oder hat mich. So. Und er hat mich natürlich eingebaut. Und das hasse ich, genau das hasse ich in dieser Map. Dass du hier einfach einen Block hinsetzen kannst und du die Person hier eingebaut hast. Wenn du hier einen Block hinsetzt, bist du direkt eingebaut. Richtig Abfuck. Also, worüber ich mich in dieser Runde überall aufregen kann, ist, dass die Map scheiße ist. Dass man einen Gegner hier viel zu leicht einbauen kann. Dann als nächstes, dass einfach all meine Daten weg sind. Und das fuckt mich ab. Und, dass ihr einfach random seid. Wieso deabonniert ihr mich? Ich meine, ihr könnt mich deabonnieren. Wie gesagt, das ist mir schnupper, ob ihr mich deabonniert. Aber 7 Leute über Nacht, das verstehe ich nicht. Das ist mir nicht klar, wieso. So, der schnetzelt hier alle weg mit seinem Stärketrank oder was auch immer Intus hat. So, und wann... Na, er baut das Bett ab, ohne die einzubauen, alles klar. Und er hat gewonnen, Team Grün. Und jetzt sehen wir nochmal den schönen Bug hier vom Anfang. Ja... Das war's mit der Aufnahme für heute. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugeschaut habt und meinen kleinen Abfuck-Ausraster ertragen habt. Aber vielleicht war es ja auch ganz unterhaltsam für euch. Ich reg mich einfach nur darüber auf, dass es einfach so ist. Und mal gucken, vielleicht hängen wir jetzt mal eine 1-1-Runde dran. Ui! Ja, es geht los. Und solange er nicht lief, weil ich gerade so fresh mal jemand anderen rausgekickt habe, der vielleicht sein Freund war oder so, werde ich dann doch noch diese eine Runde dranhängen. So, warum nicht? In der ich hoffentlich diesen Gegner hier zerstören werde. Ich versuche jetzt immer hier ein bisschen was durchzuwaschen, ne? Boah, und ich habe zuletzt auf Gomme gespielt. Und auf Gomme ist es halt so, dass du immer die Items hochziehen musst. Deshalb will ich hier immer noch die Items hochziehen. Ja, heute Morgen die Aufnahme um 9 Uhr, die ich da gemacht habe, die war auf Gomme. Aus dem Grund, weil um 9 Uhr auf keinem anderen Server irgendwas los ist. Und da musste ich halt auf Gomme gehen, um Battle Wars zu spielen, auch wenn ich da das Shop-System so mega zum Ankotzen finde. Und das 1v1 Battle Wars, was die da anbieten, wenn sie es nicht mittlerweile geändert haben, auch irgendwie ziemlich, ja, schwach, kann man sagen, ist. Nichts gegen Gomme. Gomme selber mag ich, aber sein Server, ne? Ja, ist jetzt nicht so meins. So, ich bin jetzt mal hoffentlich ein bisschen runtergekommen, solange der Gegner mich jetzt gleich nicht wieder irgendwie meint abzufacken mit irgendwelchen anderen Sachen. Bin ich jetzt, glaube ich, auch wieder relativ beruhigt nach diesem ganzen Scheiß, der da los war. Hab jetzt mein Bett improvisiert zugebaut und der Gegner scheint tatsächlich schon in der Mitte zu sein, oder? Nee, er braucht noch, glaube ich, ein bisschen länger sogar als ich. Finde ich gut. Das heißt, ich glaube auch nicht, dass es ein Fast-Butcher ist, weil... Ich glaube auch nicht, sonst wäre er auch schon in der Mitte. Fastbridges sind meistens automatisch auch noch Pusher, weil ansonsten hätten sie das Fastbridge nie erlernt, wenn sie nicht pushen wollen. Boah, ich wollte gerade so gucken. Dann baue ich mich ja leicht hoch. Und Alter, hier ist alles voll mit Gold. Mega nice. 15 Stück, jetzt sind hier nochmal mehr. Das heißt, ich kann mir den besten Bogen machen. Ich glaube, der kostet 17. Nee. Ja, besten Bogen könnte ich mir auch machen, aber ich gönne mir dann lieber noch ein Schwert noch dazu. Da gucke ich jetzt sofort im Shop, was ich mir davon alles gönnen kann. Oder ist der teuerste Bogen 13? Weil dann könnte ich mir tatsächlich den teuersten Bogen gönnen. Jo, ich gönne mir den teuersten Bogen und das beste Schwert. Und die beste Rüstung kostet mir 1 zu viel. Jetzt habe ich noch eins mehr. So, das heißt, bevor der jetzt ankommt und meint, mich zu killen... Muss ich mich ganz kurz ausrüsten. 2, 3, 4. So, wobei, wenn ich jetzt noch ein Gold zu viel habe, gönne ich mir davon immer gerne eine Spitzhacke. Und ja, ich lasse die Spitzhacke hier liegen, damit er möglichst schnell abbauen kann. Eine gute Idee von mir. Ansonsten, bevor ich jetzt wirklich losgehe, pushe, wobei der auch schon jetzt wahrscheinlich Gold hat, esse ich jetzt noch kurz. Hol mir noch ein bisschen was zu essen.
und den Rest Blöcke. So, das sollte reichen. Dann denke ich jetzt, dass ich den Gegner mit diesem Leben downhauen kann. Der ist gerade, glaube ich, auch erst in der Mitte angekommen. Oder ist das zweite Mal dort? Ich glaube, er ist gerade erst angekommen. Und dann werde ich ihn jetzt... Nice try, Bro. Nice try. Und er ist tot. Gut. Er wollte mir hier den Boden und den Füßen wegbauen, sodass ich das nicht sehe und dann dabei drauf gehe. Ich bin aber nicht so doof, mein Freund. Ich bin nicht so doof. Und dann werde ich jetzt gucken, dass ich dir dein Bett wegnehme. Zack. Wahrscheinlich kommst du aber gleich mit deinem Knockback-Stab. Aber ich hoffe jetzt mal nicht. Aber ich habe nicht mehr viel Leben. Okay, da steht er und wartet auf mich. Alles klar, ich habe den besten Bogen. Und du kannst dich eigentlich nicht vor mir verstecken. Der Minecraft-Mannequin ist ein bisschen zu breit dafür, dass du dich ordentlich verstecken kannst. Du guckst immer ein Stück raus. Und jetzt baust du, das heißt, du gibst dir die Möglichkeit zu rennen. So. Okay, er fällt runter. Damit habe ich genug Zeit, das Bett noch abzubauen. Ach, das ist da so weit hinten. Was soll denn das? Jetzt habe ich ihn tot. Lebt er, hat es überlebt. Da hinten läuft er lang. Und kriegt mein Bett aber nicht abgebaut. Doch, er kriegt mein Bett theoretisch abgebaut. Weil da hinten ja meine Spitzhacke noch vorliegt. Aber ich weiß nicht, ob er so leicht zu mir rüberkommen kann überhaupt. Oder ob ich meinen Weg so gebaut habe. Doch, er kann zu mir rüberkommen. Wäre rüber gerannt, hätte er vielleicht noch überlebt. Aber sorry, Bro. Auf jeden Fall war es das denn jetzt. Habe ich jetzt auch noch spontan eine Folge am Ende dran gehangen, die da ein bisschen, ja, gechillt auch jetzt war. Aber jetzt wirklich, vielen Dank fürs Zuschauen und Teilen. Nicht vergessen, abonnieren natürlich auch nicht, damit wir die 7 Abonnenten, die wir über Nacht verloren haben, wieder reinbekommen. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und ansonsten haut rein. 7 Abonnenten, für uns ist das viel, Leute. Zieht euch, egal, haut rein, tschüss.